Küken, die sind 14 Tage alt. Wir gehen jetzt in den Stall rein und haben hier vorne erstmal die Hähne stehen. Wir merken, hier im Stall ist schon etwas wärmer. Das ist für die Küken natürlich nötig. Die haben jetzt noch gut 25 Grad Temperatur. In den ersten Aufzuchttagen geht das sogar bis 35 Grad, maximal 38. Das brauchen die Tiere, um ihre Nestwärme zu haben. Wir stehen hier jetzt im hinteren Abteil, wo die Hennenküken untergebracht sind. Und hier die Arbeiten, die jetzt fortgeführt werden, das sind Tränken kontrollieren, Tränken umhängen, Futterstand in den Futterschalen nachsehen und auch allgemeine Kontrolle, ob es den Tieren gut geht. Das macht der Schönbum im Moment gerade. Und er hängt die Tränken gleich auf einem anderen Platz, dass die immer schön trockenen Untergrund haben. Wir sehen, dass die Küken sich hier ganz munter bewegen und ziemlich mobil sind, wenn sie nicht gerade sich ausruhen. Und das ist so ein allgemeiner Zustand, so wünschen wir uns den, dann geht es den Tieren gut. Ja, hier haben wir die Aufzuchtfutterschalen. Die Futterstände sind da noch ein bisschen höher gedreht, damit die kleinen Küken überall gut ran können. Dieses Aufzuchtfutter ist ziemlich fein pelletiert. Das ist auch eiweißreicher als beim älteren Tier. Das ist dem Alter angepasst und ersetzt auch eben tierisches Eiweiß. Die Schalenhöhe und auch bei den Tränken, die Wasserstandshöhe, müssen auch immer dem Tier entsprechend eingestellt werden. Wenn sie praktisch größer werden, dann müssen die Abstände mitwachsen, damit die auch optimale Abstände haben und möglichst hoch, damit die Futter- und Wassermengen nicht verschmutzen können. Denn das ist für das Tier am besten. Ja, man sieht die Tiere, jetzt haben wir sie immer ein bisschen die Luft abgekühlt, dadurch sind sie noch ein bisschen mobiler. Auf die Dauer müssen wir natürlich wieder ein bisschen höher stellen, damit die ihre behagliche Wohntemperatur hier im Stall auch behalten. Wir nennen das schon, die Tiere wohnen hier, die werden hier nicht einfach nur gehalten. Hopp, 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 hopp. Ja, wir haben hier die Lebendbeschau und Herr Dr. Graf vom Veterinäramt Jade Weser hat sich die Tiere jetzt angesehen. Ja, ich bin jetzt für diese Herde, die in Stall 2 und Stall 3 untergebracht ist, das zweite Mal da. Ich war vor dem Wochenende am vergangenen Donnerstag schon mal da, als der erste Teil Richtung Schlachthof ging. Nun haben wir die gesetzliche Vorschrift, dass jede Herde maximal 72 Stunden vor der Schlachtung amtsärztlich untersucht werden muss. Und weil wir jetzt das Wochenende dazwischen hatten, wären wir über die 72 Stunden hinausgekommen. Deswegen muss ich jetzt das zweite Mal kommen. Ich gucke jetzt also hier wieder die Bücher durch. Also in erster Linie kommt es darauf an, ob die Tiere gesund sind. Das zweite ist, ob die Vorschriften bezüglich zum Beispiel Arzneimittelbehandlungen und so weiter eingehalten worden sind, ob die Untersuchungen auf Salmonellen durchgeführt worden sind. Solche Sachen, die werden hier alle abgefragt. Ja, und dann geht er los. Ja, das ist hier einer von unseren großen Putern. Die wiegen jetzt 22 Kilo roundabout. Und wir gehen heute Abend auf die große Reise. Wir erzählen ihnen immer, dass es in Urlaub geht und
wie gesagt, denn das klappt an sich immer ganz gut. Okay.